Magst du noch einen Schluck Kaffee? Der ist doch bestimmt schon kalt. Ich tue dir ein bisschen heißen zu. Danke. Was machst du heute? Weiß nicht, nichts Besonderes. Warum? Du könntest mir bei Karkow zwei neue Krawatten kaufen. Die kriegst du aber auch viel billiger. Nicht mehr. Schröder hat ein paar Hersteller aus dem Sortiment genommen. Na, hör mal. Ohne dich zu fragen, du bist doch der Chef. Aber er ist für den Einkauf zuständig. Da will ich ihm nicht reinreden. Na gut. Ich guck mal. Guten Morgen, Anne. Morgen, Frau Seidemann. Also, Gassi war ich schon mit ihr. Gemacht hat sie alles, müsste sie eigentlich durchhalten. Ja, ja, kein Problem. Irgendwann mittags bin ich wieder da. Und vielen Dank nochmal, Frau Seidemann. Ist gut. Tschüss, Anne. So, Penny. Aha, haben wir mal wieder Hedwigs Hundepension. Komm, der ist ganz lieb. Du immer mit deiner Hilfsbereitschaft. Was soll Anne denn machen? Sie kann ihn ja schlecht mit ins Konservatorium nehmen. Penny! Uns tut auch keiner einen Gefallen. Das kann man so nicht sagen. Und außerdem habe ich am meisten Zeit. Telefon! Ich gehe schon ran. Seidemann? Spreche ich mit Hedwig Seidemann? Ja, Hedwig Seidemann am Apparat. Hier ist das gelbe Blatt. Wer? Sie haben gewonnen, Frau Seidemann. Was, ich? Ja, Hedwig Seidemann. Wirklich? Das ist ja... Sie haben doch Feldberg geraten, oder? Ja, Feldberg. Genau. Wir müssen mit Ihnen ein Foto machen. Ein Foto? Ja, fürs nächste Heft. Sicher? Wann würden Sie denn vorbeikommen? Tja, vor 10 werde ich nicht schaffen. Ah ja. Sind Sie Ab zu dann. Hause? In einer... Ja, ich verstehe. Nee, kein Problem. Ich bin zu Hause. Freuen Sie sich? Ja, und wie? Vielen Dank. Danke auch. Dann bis später. Wahnsinn. Bernhard, stell dir vor, ich hab gewonnen. Wie gewonnen? Bei einem Preisrätsel. Da musste man so ein Wort rauskriegen. Feldberg. Und ich hab's richtig. Ich hab gewonnen. Vorsichtig. Was denn für ein Preisrätsel? Na, im gelben Blatt. Da ist so ein Kreuzworträtsel mit Zahlen in bestimmten Kästchen. Und wenn man da die Buchstaben alle hintereinander schreibt, dann ergibt das ein Wort. Feldberg. Der Redakteur will nachher extra vorbeikommen mit einem Fotografen. Unsere Gewinnerin der Woche. Ich. Und was hast du gewonnen? Was? Wieso? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich so ein blöder Toaster oder irgendwas. Na und? Endlich habe ich mal was gewonnen. Und das ist mir völlig wurscht, was es ist. Machst du sowas öfter? Ja. Was soll ich denn sonst den lieben langen Tag tun? Ja. Ja, ist ja gut. Ich muss. Die Freude könntest du mir ruhig mal gönnen. Das tue ich ja, Schatz. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und du lass dich nicht ärgern. Blöd, Mann. Penny! Pfui, Penny, pfui, pfui. Nicht die Zeitung. So, ach, das ist sie. Der Wochengewinn, Seite 23. Meine Güte. Und Penny, du benimmst dich jetzt. Ach, Sie sind das, Gott sei Dank. Was haben Sie denn? Stellen Sie sich vor, Frau Kell, ich habe gewonnen. Hier. Teneriffa, eine Woche? Tatsächlich? Ja, toll, nicht? Für zwei Personen. Gratuliere. Eben dachte ich, die wären das schon. Wer? Na, die von der Zeitung. Die wollen ein Interview mit mir machen und ein Foto. Und ich bin noch nicht mal angezogen. Hier, unsere Gewinnerin der Woche. Ist ja toll. Frau Seidemann. Was ziehe ich denn bloß an für so ein Foto? Ach, ganz normal, würde ich sagen. Ein bisschen zurechtgemacht und sonst
Einfach elegant. Frau Seidemann. Einfach elegant. Ja. Bei mir kommt zwischen 10 und 11 der Klempner und ich habe jetzt blöderweise einen Termin. Ich wollte Sie fragen, ob ich Ihnen die Schlüssel da lassen kann. Ich habe einen Zettel an meine Tür gemacht. Sie müssen auch nicht dabei sein, er weiß Bescheid. Ja, ja, selbstverständlich. Danke, das ist lieb von Ihnen. Und nochmals herzlichen Glückwunsch. Danke. Tschüss. Tschüss. Einfach, elegant. Einfach elegant. Das ist schön. Oh nee, Penny! Na gut, mach weiter, ist ja schnell aufgeräumt. Ist ja noch nicht. Och, dann mache ich das eben so. Und Penny! So, jetzt ist aber genug. Raus da! Und aus! Ach, Sie. Morgen. Morgen, Frau Seidemann. Oh, Sie sehen aber schick aus. Tja, ich habe da einen Nachname für Frau Pöhlmann, aber oben macht keiner auf. Könnten Sie vielleicht? Ja, ja, sicher. Wie viel ist es denn? 87,30. Moment. So. Ich habe aber nur 100 Mark. Doch, das kriegen wir schon hin. 12,70, bitte sehr. Ah, da ist sie ja. Morgen, Frau Pöhlmann. Morgen, Frau Seidemann. Mein Gott, diese Treppen. Paket für Sie. Aha. Ja, Nachname. Jetzt habe ich das aber schon mit Frau Seidemann gemacht. Ach, das regeln wir schon. Wie sehen Sie denn aus? Ist irgendetwas? Gehen Sie aus? Nein. Ich komme in die Zeitung als Gewinnerin der Woche. Haben Sie im Lotto gewonnen? Nein, im Gelben Blatt. Das Preisrätsel. Eine Woche Teneriffa. Für zwei Personen. Das kenne ich. Da war ich schon mal. Schön da. Bisschen ruhig vielleicht, aber jede Menge Wasser, Wolken, Palmen, Himmel. Und Landschaft, ganz viel Landschaft. Ja, ach, das ist ja toll. Dann kommen Sie ja auch in die Zeitung. Ja, mit Foto. Oh. Ja, ja, also das ginge. Aber dann müssen Sie die Haare schön locker haben und die Lippen schön rot nachziehen. Ja. Was ziehen Sie denn an? So, na ja, so dachte ich. Ach. Einfach elegant. Ach, Kündchen, nein. Da sehen Sie doch aus wie Ihre eigene Großmutter. Nein, das muss schick sein, das muss leuchten. Ich hab fast nur so schlichte Sachen. Nein, 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 Sie haben doch dieses schöne, lange Brokatene, was so schön leuchtet und glitzert wie Lurex, mit diesem spitzen Ausschnitt. Ah, aber das ist nur für abends, wenn man schick ausgeht. Und in die Oper, nee, nee. Ach, das ist doch dummes Zeug, da sehen Sie fabelhaft drin aus. Na ja, und das ist doch das Wichtigste, nicht? Meinen Sie? Na, dieses Kleid kenne ich nicht. Aber ich würde sagen, das ist eine Frage der geschmackstechnischen Treffsicherheit, Frau Seidemann. Mhm. Ach so. Mhm. Ja, dann. Da will ich gerne drüber nachdenken. Ja, tschüss. Tschüss, Frau Seidemann. Tschüss, Frau Pöhlmann. Tschüss, die Dame. Tschüss. Leuchtend rot. Ja. Aber frisch. Das Opernkleid. Penny, Ruhe! Ich hol dich gleich raus. Aus! Moin. Ach ja, Sie wollen den Schlüssel von Frau Kell. Moment. Ja. So, Sie wissen ja Bescheid. Ja, also, wenn was ist, ich bin hier. Hm? Wunderbar.
Sie schon wieder. Ich bringe Ihnen Ihr Geld. Na, wer sagt's denn? Das sieht ja toll aus, elegant, feierlich, edel. Wie für eine Gewinnerin eben. Nicht ein bisschen zu viel? Ach was, Sie können das doch tragen. So, also hier ist das Geld, ja? 87 Mark und 30 Pfennige. Ja. Danke, Frau Pirmann. Und nachher erzählen Sie mir alles, wie es war, ja? Ja, ja, natürlich, Frau Pirmann. Ja. Tschüss. Und toi, toi, toi. Mhm. Ja. Tschüss. Tschüss. Es ist ja gut, du Nervensäge! So, Kenner, jetzt wollen wir mal Ordnung in dein Chaos da vorne bringen. Oh nein, Penny, ich denke, du warst schon Gassi. Langsam jetzt. Penny, komm. Komm, Penny, komm. Langsam, Penny, langsam. Komm, du. So. Und nun mach. Penny, so weit können wir nicht. Die müssen jeden Moment kommen. Das ist ja unerhört. Penny! Kommst du her? So, jetzt. Jetzt mach. Da ist der Fahrer Hund. Nun mach. Achtung, an alles folgt eine Personenfahndung der RW 40. Tag, kann ich mal Ihren Ausweis sehen, bitte? Was? Wieso? Den habe ich nicht mit. So, und was machen Sie denn hier? Ja, das sehen Sie doch. Ich gehe mit dem Hund Gassi. Hier? Ja, warum nicht? Ist das verboten? Sie wissen doch sicher, dass das hier Sperrbezirk ist. Was ist los? Also, das ist ja eine bodenlose Unverschämtheit. Was erlauben Sie sich? Ich wohne hier. Ah ja. Ja, da, Nummer 10. Sie können ja mitkommen, dann zeige ich Ihnen meinen Ausweis. Das ist natürlich was anderes, gnädige Frau, aber bitte haben Sie auch Verständnis für uns. Als wir Sie so gesehen haben, da mussten wir... Jetzt hören Sie mal zu. Eine große Illustrierte will gleich ein Interview mit mir machen. Und da habe ich mich für den Fotografen ein bisschen zurechtgemacht. Also. Und Sie werden wohl gestatten, dass ich mich nicht extra umziehe, wenn der Hund mal runter muss. Selbstverständlich, gnädige Frau, aber bitte verstehen Sie uns auch, dass es hier eine sehr gute Wohngegend. Das weiß ich. Ich wohne hier nämlich schon 10 Jahre. Penny, jetzt reicht's. Komm! Es ist ja unerhört. Komm! Unerhört. Penny, nicht wieder ins Wohnzimmer. Oh, du hast mein teuerstes Kleid gekauft. Die Fotografin. Sie? Sie haben gepfiffen. Was gibt's? Ich müsste mal für ein paar Minuten das Wasser abdrehen. Wissen Sie, wo die Steigleitung zum Küchenstrang ist? Bitte was? Die Steigleitung zum Küchenstrang. Weiß ich nicht. Im Keller vielleicht. Gute Idee. Also gut. Ich komme mal mit. Warten Sie. Penny, benimm dich! Kein braver Hund, ne? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Scharfes Kleid, was Sie da anhaben. Nee, echt, gefällt mir. Es freut mich. Was haben denn die Bullen gewollt? Ich wüsste nicht, was sie das angeht. Folgen Sie mir bitte. Und? Hier, in der alten Waschküche. Da müsste das alles irgendwie so sein. Ja, dann wollen wir mal sehen, ne? Also, hier, da an der Wand. Das muss das nur so sein. Ja, das könnte hinkommen. Oh, natürlich fest eingerostet. Ich lasse die Kellertür offen. Ja, ist gut. Brauchen Sie mich noch? Nee, nee. Ah! Vollidiot!
Für Scheiße, na fest, kommt los, ja? Penny? Was ist das denn? Oh nein! Penny! Es kann doch nicht wahr sein. Ich fass es nicht. Frau Seidemann? Penny? Um Gottes Willen. Was ist denn hier los? Wie sehen Sie denn aus? War das Penny? Die Steigleitung vom Küchenstrang. Oh Gott. Und gleich kommen die von der Zeitung. Und ich will hier jetzt aufräumen. Für Penny und das Foto. Liebe Frau Seidemann, jetzt setzen Sie sich doch erst mal. Sie sind ja völlig fertig. Ich hab nämlich gewonnen. Passen Sie auf. Ich gehe jetzt drauf und bringe Penny nach oben. Und dann komme ich wieder und mach das hier mit dem Staubsauger weg, okay? Feldberg. Wie? Teneriffa. Teneriffa? Ja, Feldberg. Na egal, ich beeile mich, ja? Ja, Penny? Bitte. Das war nicht lieb, Penny. Das war gar nicht lieb. Wir gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Frau Seidemann. Wie? Nein, das bin ich nicht. Frau Seidemann ist drin. Drin? Wo? Ja, im Wohnzimmer. Ach so. Danke. Liebe Frau Seidemann, das gelbe Blatt ist da. Wir gratulieren unserer Gewinn. Guten Tag. Hast du ihr nicht Bescheid gesagt? Natürlich. Frau Seidemann, Sie sind doch Hedwig Seidemann. Wir haben doch heute Morgen telefoniert, oder? Ja. Ja, und wie sieht das hier aus? In den ganzen Federn? Das war Penny. Und die Haare? Das war die Steigleitung vom Küchenstrang. Küchenstrang? Wie soll ich sie denn fotografieren? Wir kriegen das schon hin. Mir ist das egal, ich fotografiere sie auch so. Komm, Rainer, das kannst du doch nicht bringen. Mir fällt was ein, ja? In einer halben Stunde habe ich einen Termin. Ja, ja, das schaffen wir schon. Frau Seidemann, wir hatten gehofft, dass Sie sich für das Foto ein bisschen zurechtgemacht hätten. Doch, hab ich ja. Ah ja. Frau Seidemann, wollen wir denn das Bad? Ach ja, natürlich. Kommen Sie bitte mal mit. Mann, 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 Mann. Machen Sie das Gesicht sauber. Das war so nicht. Dann trocknen wir uns die Haare. Ja. Ja. Haben Sie eigentlich einen Föhn? Ja, weiß das ich nicht. Das wird so nichts, Rolf. Haben Sie nicht ein Kopftuch und vielleicht irgendeine Kittelschürze? Meine Putzfrau hat in der Küche da na, was sehen liegen. Sehen Sie. Wieso? Wieso? Ganz ruhig, hm? Na also. Da ist doch schon viel Schönes dran. Das ist es doch. Hol noch mal einen Schrubber. Schrubber. Wir haben hier aber nur Teppichboden. Mit Schrubber ist das Parkett. Ach so. So ein Foto muss eine Geschichte erzählen, Frau Seidemann. Hm? Was denn für eine Geschichte? Abgearbeitete Hausfrau gewinnt Urlaubsreise auf Teneriffa. Das stimmt doch gar nicht. Den Schrubber andersrum, Bürste nach oben. Jupp. So. Wie das verkehrt. Ja, das macht nichts. Das ist genau das, was unsere Leser sehen wollen. So, und jetzt den Blumenstrauß etwas ran. Ja, und den Gutschein, Rolf. Oh ja. Hier ist alles drin. Flugreise, Hotelreservierung und so weiter. Hm? Herzlichen Glückwunsch, Frau Seidemann. So. Und jetzt Frau Seidemann alleine. Ja. Ja, wir schrubbern ein bisschen ran. Und lächeln. Ja, fantastisch. So, und jetzt schauen Sie mal ein bisschen nach links. Ja, optimistisch. Es muss von innen her leuchten, Frau Seidemann. Ja, klasse.
Ja, das hat schlichte Eleganz. Ihnen gönnt man den Gewinn. So, das reicht, ich muss. Also, herzlichen Dank nochmal, Frau Seidemann. Erholen Sie sich gut auf Teneriffa und ich schicke Ihnen dann ein Belegexemplar, ja? Wiedersehen. Wir finden aus. Tschüss. Und auf Wiedersehen, Frau Seidemann. Guten Tag. Guten Tag. Und auf Wiedersehen. Das gelbe Blatt. Wir waren bei Ihrer Frau. Ach so, gelbes Blatt, ja. Wiedersehen. Schatz, im Büro war nichts los und da habe ich... Was ist denn hier passiert? Wie siehst du denn aus? Hedwig. Teneriffa. Eine Woche. Für zwei Personen. Gewinnerin der Woche. Gefällt er dir? Sehr. Gefällt er dir, Saskia? Er ist sehr schön. Und dir, Thomas? Super, Papa. Freust du dich? Ich freue mich. Und besonders, dass du daran gedacht hast. An unseren Hochzeitstag. Denke ich doch immer. Wisst ihr was? Heute Abend gehen wir ins Fährhaus. Richtig schön essen. Tisch habe ich schon bestellt. Bestell ihn wieder ab, Liebling. Ich weiß, was besser ist. Hier. Erinnerst du dich? Das ist... Ist das nicht... Vor 20 Jahren. Das ist das Hotel, wo wir nach unserer Hochzeit waren. Also, Prost. Prost. Das ist ein Hotel? Echt? Ja. Mehr nur ein Gasthof. Und eine Hochzeitsreise in dem Sinne war das eigentlich auch nicht. Dazu hatten wir damals gar kein Geld. Nur ein Wochenende. Aber es war unheimlich schön. Und da möchte ich mit dir über das Wochenende hinfahren. Oh nein, Mistverdammter, ich muss doch noch mal ins Geschäft das Ding da vorbeibringen. Was ist denn das? Bergsteigerzelt. Lattmann wollte es übers Wochenende testen. Ach, das kann er nächste Woche auch noch. Ja. Ich habe euch noch ein paar Brötchen für unterwegs gemacht. Wir machen doch keine Expedition. Ist trotzdem lieb von dir. Tschüss, mein Süße. Haut endlich ab. Viel Spaß. Danke, halt mal bitte kurz an. Da vorne rechts. Ach, ob sich da viel verändert hat in den letzten 20 Jahren. Hoffentlich haben Sie die alte Gaststube so gelassen, wie sie war. Die war so gemütlich. Ja, toll, ne? Mit den Kacheln ringsum an den Wänden. Nee, das war viel später. Das Hotel bei Heide, die hatten eine gekachelte Stube. Da waren die Kinder schon mit. Ja, ja, das weiß ich, aber da auch. Wo wir jetzt hinfahren? Nee, ganz sicher nicht. Da war die Gaststube mit Fachwerk. Du täuschst dich, Doris. Bestimmt nicht. Ein Kamin hatten die. Die alte Standuhr, die du noch kaufen wolltest. Und die Wände waren Fachwerk. Ich wollte nie eine Standuhr kaufen. Doch, wolltest du. Jedenfalls war es irre gemütlich. Komm, hallo. Das ist es. Ach. Also so ohne weiteres hätte ich es nicht wiedererkannt. Na, hör mal. Sieht genauso aus wie vor 20 Jahren. Diese Ruhe. Und riech mal diese Luft. Riecht ein bisschen nach Gülle. Muss es ja, auf dem Land. Weißt du, worauf ich mich freue? Mhm. Auf den Fisch. Ja, Mensch, da gab's doch so tollen. Was war das noch? Aal. Frischen Aal. Nein, Zander. Es war das erste Mal, dass ich Zander gegessen habe. Super, weiß ich noch. Aber Aal hatten wir, glaube ich, auch mal. Den anderen Tag vielleicht. War da nicht auch so ein großer Fischteich in der Nähe? Doch, ja, genau.
Siehst du? Fachwerk. Ja, ja, ist doch schon gut. Hast du recht. Guten Tag. Guten Tag. Ich hatte gestern angerufen für Ehepaar Bergmann. Ah ja, wegen dem Zimmer. Ich zeig's Ihnen mal gleich. Da ist deine Standuhr. Kommen Sie bitte. Soll ich Ihnen helfen? Danke, das geht schon. Bitte? Oh, ja, das ist es. Dieser hier ist fürs Zimmer und der andere für unten die Hintertür. Dieser hier ist fürs Zimmer und der andere für unten die Hintertür, wenn Sie abends vielleicht später kommen und vorne schon abgeschlossen ist. Wenn Sie noch irgendwas brauchen. Danke, danke. Danke. Diese himmlische Ruhe. Mhm. Das kennen wir gar nicht mehr. In der Stadt hört man es doch dauernd irgendwo summen und brummen. Immerhin, fließend warm und kalt Wasser. Grand Hotel bleibt Grand Hotel. Es ist doch alles da, was wir brauchen. So ist es auch mal schön. Alles in Ordnung? Mhm. Was möchtest du trinken? Ich trinke ein Bier. Zwei Bier, bitte. Hast du schon gefragt, wann es Essen gibt am Abend? Meine Frau ist bis 9 da. So lange macht sie Ihnen noch was. Ich gehe dann später auch nach Haus. Dann sind Sie allein über Nacht. Aber fürchten werden Sie sich davon nicht. Nein, ich glaube nicht. Wir haben uns nämlich die ganze Fahrt schon so auf Ihren Fisch gefreut. Fisch? Das hätten Sie ansagen sollen, dann hätte ich welchen besorgt. Aber nun ist der Fischladen dicht. Wieso Fischladen? Hier gibt es doch einen Fischteich ganz in der Nähe. Das war doch die Spezialität auf Ihrer Karte. Frischer Aal, Zander. Da weiß ich nichts von. Wie ich den Laden hier von Gottfried übernommen habe vor 14 Jahren, da habe ich auch die Speisekarte übernommen. Es gibt Schnitzel mit Bratkartoffeln, Sauerfleisch mit Bratkartoffeln, Bauernfrühstück und Rumpsteak mit Bratkartoffeln. Fisch hat es ja nie gegeben. Doch, Erwin, hat es doch. Das Sauerfleisch ist auch sehr gut. Sauerfleisch zum Hochzeitstag. Na, wundervoll. Es tut mir leid, Fabian. Ach, du kannst doch nichts dafür. Vielleicht hätten wir doch lieber in ein Fünf-Sterne-Hotel gehen sollen. So ist es auch nicht schön. Und da hinten müsste irgendwo der Fischteich sein. Nein, der war hinter einem Wäldchen, das ist die Richtung. Na, wir können ja gucken gehen. Ach ne, das ist mir jetzt zu weit. Außerdem habe ich allmählich Hunger. Das wird Zeit. Gut. Den habe ich schön sorgfältig aufgehoben. Für besondere Gelegenheiten. Bisschen komisch. Die Revers. Aber hier. Sonst? Ja. Tommy wollte den schon mal abstauben, weil die Hosen so einen weiten Schlag haben. Das wäre wieder in, meint er. Weh! Ist die eingelaufen? Im Schrank? Naja, ich habe mein Gewicht gehalten. Naja, vielleicht hat es sich bloß ein bisschen anders verteilt. Doris! Nee, das geht wirklich nicht. Nimm mal wieder die andere. Die Bratkartoffeln sind auch gut. Ein bisschen fettig, aber gut. Dann passt mir diese Hose gleich auch nicht mehr. Du kannst ja mit Saskia Diät machen nächste Woche. Oh, um Gottes Willen, was ist das denn? Was ist denn hier los? Weiß es nicht.
Was? Sehr. Ach bitte, Herbert, können Sie die Musik ein bisschen leiser machen? Klar. Oh, eine Wohltat. Die müssen alle schwerhörig sein. Schmeckt's? Ja, danke. Sehr, sehr gut. Mein Gott, was ist denn das? Disco. Samstags ist hier immer Disco. Drüben im Saal. Wissen Sie, gehen Sie doch mal gucken. Wollen wir? Das wird doch mal was anderes. Nee. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Das macht doch nichts. Weißt du was? Wir trinken jetzt gleich eine schöne Flasche Wein. Wir lassen uns doch von sowas nicht die Laune verderben. Herr Wirt, was haben Sie denn für einen Wein da? Bose. Lieblich. Trocknen haben Sie nicht? Nee, das trinkt hier keiner. Siehste. Ah, Gott sei Dank. Was ist? Heulst du? Nein. Doch. Ach, Doris. Ich dachte, du schläfst längst. Das ist alles so schrecklich. Ach, ganz schrecklich. Es ist gut. Sieh mal, es ist 5:05 und sie haben aufgehört. Ja, aber die fangen wieder an. Oh, nee, mach schnell wieder zu, die ganzen Abgase, da kommt ein Gestank hoch. Ob die wirklich alle abfahren? Ja, sie sind alle abgefahren. Jetzt haben wir auch wieder frische Luft. Ich habe Kopfschmerzen. Und ich habe Sodbrennen, das Sauerfleisch. Hast du meine Tabletten? Deine Tabletten? Oh nee, die habe ich doch auch noch vergessen. Entschuldige bitte, ich habe nur meine mit. Na, macht ja nichts, ist ja halb so schlimm. Außerdem glaube ich, habe ich unten im Handschuhfach noch welche. Ich geh mal schnell runter. Bin gleich wieder da. Ja. Bist du ja. Ist die Tür hinter dir zu?
Ja, die schließt automatisch. Und hast du den Schlüssel dabei? Welchen Schlüssel? Doris, wir kommen hier nicht mehr rein. Der Schlüssel zu dieser Tür hängt an unserem Zimmerschlüssel. Und der ist oben auf unserem Zimmer. Ja, dann müssen wir eben klingeln. Am ganzen Haus gibt es keine Klingel. Und außerdem ist hier auch sonst niemand mehr. Unser Wagen steht ganz allein auf dem Parkplatz. Ja, und mit einer Leiter? Wo soll ich die denn hernehmen? Die lassen hier sowas nicht einfach rumliegen. Oh Mann, das ist nun wirklich der krönende Abschluss. So ein bescheuerter Tag. Doris, wir hätten so schön essen gehen können. Und würden längst friedlich in unseren Betten liegen. Stattdessen ziehen wir hier so eine Nostalgie-Nummer ab. Ja, und morgen früh würde ich dann wieder Frühstück machen. Und dann spüle ich und räume auf und mache die Betten und sauge Staub. Und dann koche ich und spüle wieder und räume auf. Und dann gehen wir ein Stückchen spazieren, trinken Kaffee, ich räume auf, nähe vielleicht noch ein paar Knöpfe an und dann kümmere ich mich um das Abendbrot. Spüle nochmal und räume auf, gucke ein bisschen Fernsehen und dann liegen wir wieder friedlich zusammen in unserem Bett. Seit 20 Jahren geht das so. Kannst du dir vorstellen, dass einem das auch mal reicht? Doris, schrei doch nicht so. Das ist mir ganz egal. Wenn uns jemand hört, dann kann er uns hier reinlassen. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Trott ist? Ich koche, putze, wasche, bügle, warte darauf, dass die Kinder nach Hause kommen. Abends dann auf dich. Ich bin doch nur noch zu Hause. Doris, ich bin gern zu Hause. Ich auch, Harry. Aber doch nicht nur. Ich möchte einfach auch mal was erleben, was sehen. Kannst du das denn nicht verstehen? Doch, das schon. Aber ich habe nie bemerkt, dass es dir fehlt. Weil du ein elender Holzkopf bist. Weißt du was? Wir übernachten im Wagen. Das ist doch auch mal was anderes. Aber nicht auf dem Parkplatz. Was machen deine Kopfschmerzen? Weg. Und dein Sodbrennen? Auch weg. Schön ist das hier. Ist dir auch warm genug? Oder sollen wir nicht doch lieber im Wagen? Nein, es geht. Ein bisschen Hunger habe ich. Du hast ja auch das halbe Sauerfleisch zurückgehen lassen. Dafür habe ich auch keinen Sodbrennen. Hab ich auch nicht mehr. Aber du hattest welches. Ja, ist ja gut. Moment. Im Wagen, die Brötchen. War doch keine so schlechte Idee von Tommy. Danke. Was ist das denn? Das Zelt. Da sollen wir reinpassen? Wenn du den Bauch einziehst. Welchen Bauch? Mir hat mein Kleid gepasst. Ja. Was die Kinder wohl jetzt machen? Die werden gemütlich in ihren Betten liegen. Ich bin hundemüde. Aber schlafen möchte ich jetzt nicht, dafür ist es viel zu schön. Das können wir nachher immer noch. Am Tag. Eben. Ach, so richtig warm in dem Zelt. Das war eine tolle Idee von dir. Was heißt tolle Idee? Es war ein Zufall, dass ich das Zelt im Kofferraum hatte. Eben Glück. Glück muss man haben. Ich habe ein unheimliches Glück. Du? Wieso? Dass ich dich habe. Quatsch. Ich habe das Glück. Nein, ich. Nein, ich.
Wenn ich tu, alles drei. Toys! Seine Schwachsinnsidee, hierher zu fahren. Gratulieren zum Hochzeitstag. Dabei ist es schon der 20. Mutti wird sich riesig freuen. Hallo, aufstehen. Eure lieben Kinder sind da. Ich bin dann doch eingeschlafen. Geschlafen wie ein Stein. Ja, ich hab's gehört. Ehrlich? Aber es war trotzdem so schön. Was ist denn? Was hast du denn? Hexenschuss. Auch das noch. Oh, mein armer Schatz. Aber du warst wunderbar. Weißt du, was das ist? Präsenile Bettflucht. Guck mal, sie kommen. Tommy! Hilf mir mal eben! Wo kommt ihr denn überhaupt her? Was hast du denn gemacht? Hexenschuss! So, komm, vorsichtig. Vorsichtig, ganz langsam. So. Und jetzt halte ich an mir fest. Oh. Hallo, ihr beiden. Oh. So, jetzt. Wie seht ihr denn aus? Oh, wart ihr auf einer Pyjama-Party? Nein, am Meer. Wir haben in den Dünen übernachtet. In dem Aufzug? Ihr traut euch was? Warum denn nicht? Siehst ja, was dabei rauskommt in dem Alter. Thomas. Abenteuerreisen, mal was anderes. Das war unser schönster Hochzeitstag seit 20 Jahren. Genau. Und das kriegen wir auch.